you watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss gerade mal gucken, wer mir geschrieben hat. Ich habe schon den Vlog geschnitten. Mich schon ein bisschen angezogen. Hey. Ich glaube, ab morgen mache ich wieder Sport. Beim EMS war ich ja, aber so Sport zu Hause. Ich muss jetzt noch, ich habe hier mein Make-up-Artist. Mir ist eingefallen, ich wollte dazu noch ein Video drehen, ne? Das habt ihr angefragt. So halt komplett, wie dieses Ding aussieht, was ich da drin habe und so. Ich muss auf jeden Fall noch meine Pinsel sauber machen, weil das habe ich gestern nicht mehr gemacht. Und ich habe hier noch Müll drin. Von gestern. Genau, da reinige ich jetzt erstmal meine Pinsel. Boah, und wisst ihr, was mich aufregt? Ich habe hier so Lip Liner und Kajals und so drin. Und die verlieren immer diese Deckel. Was ist denn mit denen, Alter? Ernsthaft? Was soll das? Scheiße. Naja, ich mach mal das sauber erstmal. So, Pinsel sind sauber. Jetzt muss ich noch meine Paletten einmal zurücklegen. Ich habe übrigens heute schon die Hasen gefüttert. Also ich war bei meiner Mutter vorne zu Hause. Übrigens, ich habe die wichtigste Nachricht vergessen. Heute ist Cheat Day. Meinte letztens jemand in den Kommentaren, wie siehst du dich immer darüber freust, wenn Cheat Day ist. Aber ich meine, hallo, Cheat Day ist auch einfach geil. Und ich habe mir gestern was gekauft. Ich wollte, erinnert ihr euch daran, als es mal diese Gummibärchen-Weltmeister-Edition gab? So mit verschiedenen, also neuen Geschmackssorten. Hallo, renn mal nicht gegen meine Blume. Die wollte ich immer haben und die gab es dann aber nicht mehr. Und jetzt gibt es ja diese Fan-Edition. Und die habe ich jetzt gefunden und die sind mit Aprikose, Waldmeister, Kirsche, Grapefruit, Heidelbeere und Wassermelone. Ich bin mega gespannt da drauf und wir probieren die jetzt einfach mal. Ich habe voll Bock da drauf. Also, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen wir jetzt einmal jeden probieren. Grün. Orange, pink. Wo ist denn rot? Rot. Blau. 1, 2, 3, 4, 5. Was fehlt denn noch? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bin ich dumm? Grün. Blau. Hä? Bin ich behindert? Grün. Blau, pink, rot. Oh, es gibt zwei Grüns. Oh, ich bin aber auch einfach dumm. Aber was ist denn das andere Grün? Nee. Das helle? Okay. Ich bin dumm. So, Geschmackstest. Womit fangen wir an? Mit Grapefruit. In den Vlogs hört sich das übrigens immer mega an, als würde ich herbe schmatzen. Ist nicht so. Geil. Aprikose. Auch geil. Kirsche. Heidelbeere. Waldmeister. Glaube ich. Oder Wassermelone. Und Wassermelone. Irgendwie schmeckt man da nicht so herbe raus, was das sein soll. So, die sind ganz geil, aber ich habe mir mehr erhofft. Was geht, Bruder? Was geht? Lol. Erwischt. Hab ich dich erwischt? Hab ich dich erwischt? Ja? Ja? Das Bett ist frisch bezogen. Was? Du willst da drauf, ne? Ja. Oder willst du zu mir, kleines Katze? Halt dich fest. Verzeihung? Was machst du da? Ja, wusste ich doch. So, das Bett ist auf jeden Fall frisch bezogen. Viele fragen immer, woher diese Bettwäsche ist. Die ist hier so mit so, wie heißt das, Rüschen. Und rosa mit weißen Punkten. Elsa mag sie auch. Die ist von Groupon. So, dann hätten wir das schon mal geklärt.
Warum macht man das eigentlich schön, wenn dann direkt die Katze da drauf geht und das kaputt macht und auch noch mich ärgern will? Warum? 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 High five. High five. Ah, nicht mit Krallen. Nicht mit Krallen. Na, 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 na. Die andere kommt auch übrigens. Hallo, was fängst du da? Das hier? Fängst du das hier? Schnalli! Ich hab Bock, neue Sachen für die Katzen zu bestellen. Oh. Oh. Und ich wollte euch noch was zeigen. Was sagen, was... Wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite Gym Queen kennt. Da kann man so Sachen bestellen, so Sportnahrung und auch für Low Carb und so. Und ich habe da auch noch nie bestellt, wollte aber da mal was bestellen. Ach, ich habe noch was voll Cooles für euch. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch erstmal das bei Gym Queen. Wie sehe ich eigentlich aus? Ganz schön fettig, aber egal. Gym Queen. Da wollte ich nämlich mal ein paar Sachen ausprobieren. Na? So, da gibt es, was ich ausprobieren wollte. Wenn ich mehr bestelle, wenn ich bestelle und mehr bestelle, könnte ich ja einen Haul dazu drehen. Mal sehen. Ich wollte zum einen bestellen diese Queen Toppings. So sehen die aus. Die kosten 5 Euro pro Flasche. Da sind 400 Milliliter drin. Und die gibt's in Erdbeere, Banane und Peach. Und halt komplett ohne Kohlenhydrate, ohne Zucker und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. Also alles null. Null, null, null. 3 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das wollte ich bestellen. Und mal ausprobieren. Und dann wollte ich dieses Pancake-Pulver bestellen. Das gibt's nämlich in so Geschmacksrichtung Natural, Snickerdoodle, Sweet Snowball, Snowball und weiße Schokolade Pistazie. Ich hätte super gern weiße Schokolade Pistazie, also weiße Schokolade, aber nicht mit Pistazie. Und ich glaube, Snowball ist weiße Schokolade, Mandel, Kokos. Eigentlich bin ich kein Kokos-Fan, aber irgendwie reizt mich das. Ich glaube, ich nehme Sweet Snowball oder Snowball. Sweet Snowball ist dann wahrscheinlich einfach nur süßer. 5 Euro für allerdings nur 100 Gramm, aber das ganz gut zum Ausprobieren. Das wollte ich bestellen. Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und, ach so, jetzt bin ich falsch. Wollte ich noch Flavor Drops. Neue Sorten. Ich habe ja weiße Schokolade und Banane. Und die sind mega geil, aber sind fast leer. Dann gibt es hier zum Beispiel noch Erdbeer, Vanille, Banane, Sherry, Apfel, Haselnuss, Schokolade, Blaubeere, Butterkeks, Karamell. Spricht mich auch sehr an. Und hier gibt es noch diese anderen. Hallo. Erdbeer, Vanille, Schoko, Banane, weiße Schokolade. Die habe ich, glaube ich, weiße Schokolade und Banane. Also von der Sorte. Die haben, glaube ich, das Design geändert. Ich habe keine Ahnung. Apfel, Himbeere, Toffee, spricht mich auch voll an. Peanut Butter, Mokka, Ahornsirup, Schokolade, Peanut Butter, Stevia, Himbeere, Stevia, Erdbeere, Stevia, bla 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 bla. So, das ist auf jeden Fall das, was mich reizt. Vielleicht noch was, also je nachdem, wie viel ich bestelle, werde ich euch einen Haul drehen. Ansonsten zeige ich euch hier im Vlog. Ja, das wollte ich euch gezeigt haben. Und, ach ja, genau, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr mal ein paar Hauls gesehen habt, so von irgendwelchen YouTubern von dieser Naked-Seite, also NA-KD. Da, ich muss hier mal kurz auf das Sofa klettern. Ich zeig's euch. Also so heißt die Seite da unten. NA-KD.com. Da gibt's voll coole Klamotten. Und wenn ihr da bestellen wollt, kann ich euch einen 20% Rabattcode geben. Der heißt Hello04, wenn ihr da bestellen wollt.
Ich glaube, ich werde da auch was bestellen. Nächsten Monat. Ja. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das gerne machen. Das war's, was ich euch mitteilen wollte. Du bist auch immer am Start mit deinem Flauschepo, ne? Immer. Immer. Hi. Wir gehen einmal kurz die Kommentare durch von meinem neuen Vlog, der gerade online gegangen ist. Vor einer halben Stunde. Super Video. Hi, ich liebe deine Videos. Du hast so eine offene und herzliche Ausstrahlung. Und wenn ich deine Videos sehe, bin ich ganz glücklich. Ich hab dich ganz so lieb. Oh, wie süß. Ich hab dich ja auch lieb. Danke, dass du meinen Kommentar vorgelesen hast. Und ja, mach mal öfter Kommentare vorlesen. Bin dabei. Du bist voll die coole YouTuberin. Du hättest echt viel mehr Abos verdient. Hab dich lieb. Danke. Ja, übers Kommentare lesen würden sich bestimmt viele freuen. Und freut uns, dass du fast wieder gesund bist. Nala und Elsa tun sich wirklich gut im Training mit der Pfote. Ja, ne? Ich muss das wieder. Eigentlich wollte ich das heute noch machen, aber vielleicht gleich. Ich liebe deine Videos. Bist sehr lustig und nett. Und deine Haare sehen sehr fresh aus. Love you. Danke. Dein Make-up ist voll schön. Danke. Gab es dazu keine Anleitung? Nicht wirklich. Also zu diesem Mitesser-Ausdrück-Ding. Da stand nur bei Amazon, man muss das Ding auf den Pickel oder Mitesser drücken. Mit leichtem oder stärkerem Druck. Danke. Ich habe übrigens auch einen totalen Elsa-Tick. Willkommen im Club. Du bist so hübsch geschminkt. Danke. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen ist Freitag. Yippie. Freue mich jeden Tag auf deinen Vlog. Das freut mich natürlich auch. Ich hab voll Kopfschmerzen, ohne Scheiß seit gestern. Das geht mir voll auf den Zeiger. Aber egal. Wisst ihr übrigens, was ich gleich mache? Ich geh zu Wonder Waffle. Ich hab Bock. Ich hab Hungi. Guckt mal, was meine Abonnenten sagen. 13.695. Läuft. Geil, ne? So, ich bin jetzt bei Wonder Waffle. Hello, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich glaube, ich werde jetzt den Vlog beenden. Ich habe nämlich mega Kopfschmerzen. Ich werde mich jetzt so ein bisschen hinlegen. Und hoffen, dass sie weggehen. Also, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst mir Kommentare da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis morgen.